Hallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu Sailor Moon für die Super Nintendo erschienen. Ja, das werden wir uns heute einfach mal zusammen anschauen, würde ich mal sagen. Genau, los geht es. Oh yeah. Ich mag den Soundtrack schon mal so ungemein. Es ist wirklich wunderschön hier. Wir haben eine Auswahl zwischen... Ich weiß die alle bei Namen nicht mehr. Jupiter, Saturn, der Name rückt mich am Arsch. Wir haben aber mal ganz klassisch Sailor Moon. An der Stelle. Ah, okay. Niveau 1. Quartierlatin. So, hier sind wir nun. In Tokio irgendwo, würde ich mal meinen. Aber wir können schlagen. Oh yeah. Kann ich noch was machen außer schlagen? Ich kann springen. Ich kann springen und schlagen. Ist ein Side-Scroller-Spiel. Bam! Ein kleiner Prügler. Oh, ich dachte mal, so auch als Junge hätte das damals schon echt Bock gemacht, ne? Ich glaube, 92 habe ich gelesen. Ist ja schon ein bisschen was an Jahre rüber gekommen. Das hat mich tatsächlich geschlagen, man schlägt keine Frauen. Ice Cream. Yummy. Oh, ich bin weggeschmissen. Was seid ihr alle für Gestalten, ihr bitteschön? Heia! Ich habe das Spiel tatsächlich auch nie noch nie angepackt, genauso wenig wie Pepsi Man. Hilfe, ich werde verfolgt! Ey, die Typen, die sehen aus, wie als wären die von den Turtles ausgebrochen. Oh, jo, Junge. Wie ich einfach alle fertig mache hier. Oh, das hast du nicht getan, Alter. Was sind das für übelste Hexen hier, bitte? Die lebt noch. First Aid. Darf ich mich hier heilen? Oh, ich habe ja so einen leckeren, was auch immer du bist. Einfach mal wegschmeißen. Bisschen nervt's mich. Was bist du denn, Alter? WTF. Oh mein Gott, was hat er für eine Maske auf? Warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Ha! Sieht ein bisschen komisch aus. Sailor Moon hier hinter der Stange. Oh ja! Oh mein Gott. Darf ich nun mal? Ja, danke. Wa. Alter, also die Dinger mag ich immer überhaupt nicht. Da stehe ich immer überhaupt nicht drauf. Lol. Seht ihr den Hintergrund da? Wenn ihr so ein bisschen euch mit Anime auskennt, ja? Eventuell
älter als 20 seid oder so, keine Ahnung, oder kann er auch unter sein. Oh, Alter, übelst maskierte sind hier. Dann müsste euch dieser Anime-Charakter, der da hinten im Automaten drin sitzt, bekannt vorkommen. Ich sage jetzt einfach mal nicht, wer das ist. Ja, aber die meisten von euch, denke ich mal, werden ihn schon an der Hand erkennen, ja. Selbst irgendwie, auch weil es nur ein 8-Bit ist, aber trotzdem. Voll cool, dass der damit, dass der einfach mal ins Spiel mit eingebaut worden ist. Und wie, ich habe wieder voll live. Sehr cool. Hab ich nochmal Glück gehabt. Oh, was war das? Was war das? Ich kann ihn auch einfach festnageln. Festhalten. Oh yeah. Das war mein Move. Komm her. Down. Für Leute, die keine Uhr lesen können. Also überall Uhren, fällt mir gerade auf. Ich kann halt kaputt machen, kann das sein? In your face. Boah, boah. Heftig. Verpiss dich. Mein kaputtschlanges Auto. Nichts leichter als das. Boah, die bringen mich hier noch um. Ich bin mich armes Schulmädchen. Wie alt würdet ihr Sailor Moon eigentlich schätzen? Ich würde jetzt einfach mal auf, keine Ahnung, so 16 oder so schätzen. Oh, der hat einen Hammer, Alter. Was bist du denn? Überall Uhren. Der Entwickler mochte es wohl sehr gerne, ne? Uhren. Hammer. Der haut mich mit dem Hammer. Der bringt mich gleich um, das Schwein. Nein, ich heule. Das hätte ja auch zu gut laufen können, oder? Boah, boah. Alter, du musst richtig aufpassen. Ja, hallo. Sammer. Sehr gut. Sehr gut. Eine Rose. Alter, was bist du denn? Das ist schon wieder eine nice Katze hier. Boah. Bosskampf, wa? Okay. Sehr gut. Ganz schön viele Leben, das Drecksviechen. Gibt's bestimmt noch einen Trick, wa? Ich schätze mal... Okay. Sprungkick, oder was? Boah, wie... Boah, Alter, wie viel Leben... Der mir abs... Alter. Alter. Ja, Sprungkick muss ich machen. Aber der macht dir wirklich extrem viel Schaden. Das ist wirklich echt unnormal. Continue. Aber es ist ein faires Super Nintendo-Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Continues hat er, aber solange man den Continue-Balken drückt, wird man wohl immer wieder belebt. Weil man hat immer nur 3 Leben und dann dementsprechend wieder 3 neue Leben und wieder 30 neue Leben. Ich schätze jetzt einfach mal.
Ihr könnt mir gerne mal ein Spiel vorschlagen, was ich mal spielen soll. Es wird hier nicht nur Retro geben. Aber wenn dann jemand mal eine gute Idee hat, gerne, her damit. Gehe ich gerne darauf ein. Bin ich gewillt, darauf einzugehen. Ach so. Ich kann mich ja auch bewegen, also nach unten und oben. Ja, nun ist aber mal gut jetzt mal. Hier nehme ich hier nicht in den... Alter, das ist unfair. Okay. Oh, der hat ja extrem viel Leben. Und dieser Bosskampf, ne? Verlangt so einiges von mir ab. Weil seine komische Sprungattacke, die macht einfach so extrem viel Schaden. Gibt es hier irgendeinen Trick, sag ich jetzt mal? Ich glaube, ich versuche mal von hinten zu schlagen. Probieren wir es einfach mal. Ja, wobei, man kann ihn auch so schlagen. Er ist nicht ganz unverwundbar. Ist aber trotzdem stark. Alter. Das ist wirklich krass. Also du machst teilweise an manchen Ecken überhaupt gar keinen Schaden. Da bringt so ein blöder Sprungkick eigentlich recht wenig. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn bald. Ja, zumindest jetzt ein bisschen mehr weniger Leben als wir. Aber trotzdem, also wenn ich den nicht kriege, dann ist vorbei. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Hallo, kriegst du auch irgendwann mal Schaden, du Idiot? Mach das hier nicht mehr lange mit dir. Ah, nice. Richtig ein schützender Junge, Alter. Gut, ich würde mal sagen, Leute, das war's fürs Erste mit Sailor Moon für die Super Nintendo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.